Hallo Leute, ich wurde von einem Zuschauer gebeten, ein Video zu drehen über das höchste Gut, Summum Bonum, auf Lateinisch oder der klassische lateinische Begriff dafür. Ja, das ist so ein Video, wie ich oft angefragt werde, auch dreh doch mal ein Video über die Freiheit oder andere Demokratie oder sonstige ganz große Begriffe. Das ist entweder ein sehr einfaches Video oder ein sehr schwieriges Video. Das heißt ein sehr, sehr langes Video. Nun mache ich das mal klar, was ich damit meine. An diesem Video das höchste Gut. Das Summum Bonum, höchstes Gut, heißt, es ist ein Bezugspunkt für jegliche Philosophie, für die Ethik. Höchstes Gut heißt, das höchste Anzustrebende, der höchste Wert, das höchste Ziel, der höchste Zweck, das eigentlich Anzustrebende jeglicher Philosophie, der Ethik. Warum tue ich etwas? In der höchsten Bestimmung. Das ist das höchste Gut. So. Sehr einfach. Und jetzt wird es kompliziert. Für Kant mal jetzt zu Anfang historisch begonnen. Für das Einfachste, das höchste Gut für die Christen ist Gott oder bei Thomas von Aquin das ewige Leben ist das höchste Gut, das höchste anzustreben, die Anschauung Gottes im Reich Gottes. Für Thomas von Aquin, den bekannten Philosophen und Theologen des Mittelalters. Für andere wiederum ist das höchste, ich brauche nur meine Videos anzusehen, für andere wiederum ist das höchste Gut die Lust oder die Gemeinschaft oder der Wert, der Nutzen für die Gemeinschaft, Utilitarismus. Was auch immer, ihr könnt jegliches Video hernehmen im Ethikbereich und ihr könnt dann herausfinden, was ist das höchste Gut. Also. Das macht es eben so schwierig, solche Videos zu drehen, wie das hier oder ein Video zur Freiheit oder zur Demokratie. Das wäre sogar noch ein bisschen, Demokratie wäre sogar ein bisschen einfacher noch. Aber solche Videos kann man eigentlich fast nicht machen. Ich kann es sehr einfach erklären, habe ich jetzt gemacht. Ganz einfach erklärt, was das höchste Gut ist. Aber das dann im Detail zu erklären, ihr seht schon, wäre uferlos. Ich müsste praktisch meine ganzen Ethikvideos zumindest wiederholen und etliche andere Philosophievideos, weil es ja immer jeder anders sieht. Und das fiel mir auch schon im Studium auf. Vom höchsten Gut war oft die Rede, vom Summum Bonum, aber es war extrem verschwommen, was das eigentlich nun genau ist. Und es ist so verschwommen, weil es eben jeder anders sieht. Es ist das höchste Ziel der eigenen Philosophie, der eigenen Anschauung. Das, was man für den höchsten Richtwert hält, für das höchste Anzustrebende, für das Beste, das, was das Seiende vervollkommnet, so kann man es auch wieder sehen, alles das, was das Seiende vervollkommnet, ist das höchste Gut. Also ihr könnt das definieren ohne Ende und habt dann pro Philosophie jeweils ein eigenes Summum Bonum. Also, es ist einfach und unendlich schwierig zugleich. Das ein Video zum höchsten Gut, um es zu erklären, was das ist, ganz kurz, aber vor allem auch, um darauf hinzuweisen, warum es von mir zum Beispiel kein Video über die Freiheit gibt. Weil das wäre genauso uferlos. Entweder die Erklärung ist sehr einfach oder ich komme ja vom Hundertsten ins Tausendste. Also, drum hier auf dem Kanal nur Videos über ganz konkrete Fragen, über konkrete Probleme, konkrete Begriffe von Philosophen, weil nur das kann man sinnvoll erklären. Über alles andere könnte man eigentlich ein Buch schreiben. Wäre auch nicht schlecht. Aber deutlich mehr Arbeit und ich weiß nicht, ob das dann so viele Leute lesen würden. Gut, das war ein Video zum Summum Bonum. Bedanke mich fürs Zusehen und sage, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.